Mein Morgen. Duftend großes Geschäft im Pyjama. Nach dem morgendlichen Aufstehen freut Betty sich auf einen schönen Becher Kaffee. Der schwarze Muntermacher soll jedoch nicht ihr einziges Vergnügen an diesem Tag bleiben. Sie hat ihren Stuhlgang absichtlich 2 Tage lang eingehalten, um ihre Pyjama-Hose genüsslich mit einem extra großen Haufen zu füllen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de.